Hey Leute, der Griver hin. Willkommen zur nächsten Runde von Dead in Vineland. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben genug Feuer, wir haben genug Trinken. Das heißt, wir gehen in den Abend hinein. Kann ich dich kurz sprechen, Eirik? Das tust du bereits, Solvik. Die Namen, ey. Ja, ich wollte nur sagen, wie schön es ist, wie du deine Tochter liebst. Ich spüre, dass ihr zwei eine starke Beziehung habt. Ist das nicht normal? Nicht alle Männer sind so nett zu ihren Kindern. Sie denken, es sei die Aufgabe der Mütter, sie zu lieben und für sie zu sorgen und sie selbst sorgen für materielle Dinge. Spricht sie über Knut? Misch dich nicht in ihre Beziehung ein. Oh. Oh Mann. Sie damit sagen, dass dein Ehemann seine Kinder nicht liebt? Oh nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Knut zeigt seine Gefühle nicht, aber ich bin mir sicher, dass er tief im Inneren alle unsere Kinder liebte. Bevor sie starben. Oh nein, oh, was habe ich getan? Es tut mir leid, dass ich deine schlechte Erinnerung geweckt habe. Das ist ein neues Land, ein neues Leben und eine neue Familie, die du hast. Ich bin sicher, dass dieses Mal alles gut werden wird. Oh, cool. Da müssen wir gleich mal gucken, was das jetzt für ihn gemacht hat. Okay, wir müssen eh nochmal einen Depri-Zug machen. Essen. Ja, ist eigentlich bei allen so ein bisschen verteilt. Oh shit, irgendwas war da. So, das sollte reichen. Sehr gut. Schöpfung geht ein bisschen runter. Ist krass, irgendwas hat sie, was ihre Verletzung heilt. Ist echt krass, muss ich nochmal gucken. Gesunde Mahlzeit ist weg, leider. Ganz viel verdirbt. Döp, döp. Oh, es regnet wieder. Okay. So, wir müssen jetzt leider wirklich hier wieder so einen Depri-Tag machen. Vor allem mit sie hier. Und er, so. Die beiden machen das. Er ruht sich aus. Das ist okay. Dings kriegen wir von alleine. Oh, hier. Ernten wäre cool. Eieiei, was haben wir hier? Wir müssen uns wirklich langsam um die Schafe kümmern. Das mit den Seilen, das wird nie und nimmer was. Nie im Leben. Genau, jetzt wollten wir eine Sache mal gucken. Eins wollten wir gucken. Ah, Verletzung und Erschöpfung jede Nacht, minus 5. Das ist dieser komische Segen. Ja, leider ist sie verflucht. So, jetzt gucken wir mal hier. Aufgabe. Beschützer. Charisma. Okay, hier ist übel. Das geht aber weg. Fluch der Knochen. Aber sie hat auch ein paar negative Sachen bekommen. Aber hier, guckt euch das mal an hier. Bestientöter. Oh mein Gott. Effektresistenz. Yikes. Oh, hier gute Freunde. Weiche Haut. Hat auch ein paar coole Sachen. Erster Kuss. Kampftraining. Wow. Okay,
Okay, viel Fraß geht weg. Also nichts, was irgendwie dolle schlimm wäre. Das ist auch in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Mehr können wir eh nicht machen. Er ruht sich aus. Perfekt. Meisterbilder bin, habe ich bekommen. So, das haben wir geschafft. Sehr schön. Alle Depressionen nach unten. Wir stellen die Fallen her. Das regelt sich auch von alleine. Das hat echt, also das bringt echt gar nichts. Ja, GG. So, hier haben wir was Neues entdeckt. Und noch was Neues entdeckt. Wir hatten schon ewig lange keine Begegnung mehr. Ist auch komisch. So, wir machen hier wieder weiter. Der ist hier unser Steinmensch. Er hackt auch nur den ganzen Tag Holz. Jetzt muss ich mal gucken wegen Essen. Questgegenstand. Questgegenstand. Essenstechnisch sieht es ja jetzt eher so mäh aus. Ja, wir brauchen Hanf. Frisches Obst. Wir können hier mal gucken. Ah, ist das eklig. Vor allem, es regnet ja auch schon wieder. So, und hier, Mister, ich schlafe jeden Tag. Pflügt den Kack hier. Dann werden wir aber Weizen machen müssen, um Essen für die Ställe zu haben quasi. So, und dann haben wir es doch. Sie macht die Fallen. Oh, hier, stimmt. Jetzt muss ich mal gucken. Kostet bestimmt. Wir könnten es bauen. Haben wir hier Gehstöcke. Okay. Werkstatt. Das ist auch gut hier. Zustand der Station verschlechtert sich nicht mehr so schnell. Wasserversorgung müssten wir aber auch mal. Boah, es kostet alles. Wir brauchen Holz. Es reicht. Schöpfung beim Holzfällen. Wir brauchen mehr Eisen. Verdammt. Das sind immer die Sachen, die ich brauche. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Machen wir lieber das. So, wir gucken uns mal die neuen Orte an, die wir hier haben. Und was ich auch mal mache, ist mal mit dem hier mal reden. Mal gucken, ob wir den irgendwie umstimmen können. Es kann aber sein, dass wir dann kämpfen müssen und übelst auf den Sack kriegen. So, wir gucken erstmal. Oh, mein Gott, eine riesige Muschel. Untersuchen. Also die Küste entlang läuft, findest du eine riesige Muschel auf der Sandbank. Vielleicht befindet sich ja eine riesige Perle da drin. Oh ja, das kann sein. Perle zerkratzen, Muschel betreten, Muschel untersuchen. Intelligenz. In der Flasche kannst du nur eine dicke, dunkle Materie sehen, die ganzen Boden der Muschel ausfüllt. Du bist aber trotzdem der Meinung, dass sich etwas darunter befindet. Untersuchen. Nice. Du rührst das dunkle Innenleben, es ist ganz matschig und riecht nach Gezeitenwasser. Das muss die Moluchse sein, die in der Muschel lebte. Sie scheint fest mit der Muschel verbunden zu sein. Du beschließt also, sie abzuschneiden und das Innere zu untersuchen. Irgendeine stinkige Flüssigkeit tritt aus und offenbar die letzte Mahlzeit der Molluske, der Fisch sieht noch immer frisch genug aus, um ihn zu essen. Es wäre aber trotzdem sicherer, ihn zu kochen. Okay.
So, jetzt ist die Frage, Perle zerkratzen oder Muschel betreten? Braucht man bestimmt, nee, auch Intelligenz. Okay. Die Muschel reizt dich. Du fragst dich, ob du in die Muschel passt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh. Uiuiui. Du kletterst in die Muschel. Du passt tatsächlich hinein, aber nur, wenn du in die Hocke bleibst. Das dunkle Innenleben ist matschig, weshalb du dich darauf setzt. Dein ganzer Körper entspannt sich langsam. Es ist derartig gemütlich, dass dir schwer fällt, die Augen offen zu halten. Du ergibst dich deiner. Oh nein. Okay, Intelligenz. Okay. Als du die Augen wieder öffnest, sitzt du außerhalb der Muschel auf dem dunklen, matschigen Ding. Du hast keine Ahnung, wie du aus der Muschel rausgekommen bist. Komischerweise fühlst du dich dadurch nicht beunruhigt. Zwischen deinen Beinen findest du eine Flasche. Okay. Perle zerkratzen. Der ist der Stärkste. Du hast dir irgendwo gehört, dass sich aus Perlmutt Heilsalben herstellen lassen. Du nimmst deine Waffe und zielst auf die Muschel. Zerschlage sie. Nice. Du schlägst ein paar Mal drauf, um das Perlmutt zu zerbrechen und es aus der Muschel zu nehmen. Es war zwar ermüdend, es gelingt dir aber, einige an Perlenstaub zu gewinnen. Heilender Staub. Schöpfung. Schade, ich dachte echt, wir kriegen hier so eine neue Perle. Was haben wir hier? Es ist noch so viel hier zu erforschen. Das ist unglaublich. Gehen wir mal in den Wald. Obst und Laub. Untersuchen. Ein Blätterhaufen liegt auf dem Boden. Nach genauer Betrachtung merkst du, dass es sich nicht nur um irgendwelche Blätter handelt. Das sind medizinische Kräuter. Und nicht nur das. Unter den Blättern kannst du ein paar orangene Früchte ausmachen. Das ist eine sehr schöne Beute. Okay. Das Obst nehmen oder das Laub nehmen? Ich glaube, Heilsachen haben wir genug. Obst allerdings, obwohl es könnte dieses Dings Obst sein. Holy shit. Sie ist echt. Gewandtheit ist ja. Du gehst näher ran, um ein paar medizinische Kräuter einzusammeln, doch als du deinen Fuß auf den Blätterhaufen stellst, rutschst du direkt durch. Boom, es ist eine Falle und du bist direkt hineingetappt. Darüber hinaus hast du dich auch noch verletzt. Fuck. Autsch. Das war ein harter Sturz, alles tut dir weh. Du schaffst es gerade so wieder auf die Füße und siehst dich um. Du bist in einem ziemlich tiefen Loch und die paar Knochen, die du auf dem Boden findest, lassen darauf schließen, dass du nicht zuerst in diesem Loch bist. Du musst hier sofort raus, ansonsten wirst du schon bald den Boden bedecken. Oh. Klimme die Wand. Wenn sie es nicht schafft, dann keine. Du rutschst mehrmals ab, aber nach ein paar Versuchen schaffst du es zurück an die Oberfläche. Mit Erde bedeckt und ausgelaugt von diesem ermüdenden Aufstieg verfluchst du denjenigen, der diese Falle aufgestellt hat und rennst zurück ins Lager. Das Laub untersuchen. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Der Blätterwurm verwirrt dich. Es ist seltsam, dass hier gelassen wurde mitten im Wald. Niemand wäre so dumm, so eine Beute liegen zu lassen. Nein, wirklich, du findest. Bla bla, du nimmst dir einen Zweig, der lang genug ist, um die Blätter zu berühren, ohne ihnen zu nahe zu kommen. Trotzdem drückst du auf eine Frucht, die zwischen den Blättern hervorscheint, bis du ein paar Sekunden später gedämpftes Geräusch vernimmst. Das überrascht dich, weshalb du das mit einer anderen Frucht wiederholst und als du das Geräusch wieder hörst, verstehst du, was sich tatsächlich etwas darunter befindet. Untersuche vorsichtig. Du entfernst vorsichtig ein paar Blätter, um zu sehen, was sich darunter befindet, und machst eine überraschende beunruhigende Entdeckung. Unter den Blätterhaufen, bla bla bla. Ja, haben wir gesehen, ist ein Loch. Verdammt. Jetzt 100%. Falle verwenden. So ein Mist, ey. Die Konstruktion der Falle ist sehr einfach. Du kannst sie ganz einfach mit deinen bloßen Händen beseitigen und die Blätter und Früchte, die darauf liegen, mitnehmen. Trotzdem musst du sehr vorsichtig sein. Oh nein. Die wäre jetzt bestimmt nochmal reingefallen. Du entschärfst vorsichtig die Falle und nimmst wohl ein paar medizinische Kräuter als ein paar Früchte mit. Du untersuchst das Loch und denkst ein paar Knochen. Heilpflanzen, Obst. Seil dich hier ab. Ich geh mal lieber runter. Als du den Boden erreichst, sammelst du die Knochen auf. Knochen, ich wüsste nicht, wozu die immer notwendig. Ohrfälle. Okay. Ja, so ein Mist hätte ich mal erst
die Falle untersucht da. Mal ganz kurz gucken. Nee. Haben wir Verband haben wir auch nicht, ne? Okay. Nice. Das ist Dings, das ist auf alle Zustände. Erschöpfung, Depression. Nee, haben wir leider nicht. Da muss ich mal kurz. Verband herstellen. Gegenstand verwenden. Ja, aber die gebrochene Rippe, das geht gar nicht. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es. %. Sehr gut. Der Rest geht von alleine runter. Ups, wir machen noch mal hier einmal eine Runde mehr. Und dann geht's los. So, zwei Fallen, sehr schön. Obst, Junge. Also wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Hanf, dass wir fünf Seile machen können. Das ist auch fertig. So, wir bräuchten jetzt auf jeden Fall mal mehr Eisen. Ja, boah, perfekt, ey. Sehr, sehr gut. So, sie erkundet wieder. Sehr schön. Oh, endlich mal wieder ein Kampf hier. So, wir nehmen die beiden hier wieder. Er hat sogar irgendeinen Bonus. Mehr Gesundheit hat er. Oh, ihr ist übel. Sie hat auch dauerhafte Buffs. Okay. Mal gucken, was. Oh mein Gott. Zwei Berserker. Du bist als nächstes dran. Doppelter Debuff, ja. Sie ist auch nicht nach vorne gegangen. Das heißt, wir können von hier schießen. Und ihn richtig eine reindrücken. Dafür sind wir jetzt natürlich überhaupt nicht dran. Alter, was? Das ist richtig unlucky. Und das ist noch viel schlimmer. Au, shit. Wir müssen unbedingt nach vorne. Alter, was ist denn hier los, ja? Das geht gar nicht, ey. Müssen ihn hier beschützen. Ist schon mal einer weg. Yikes, ey. Das ist richtig heftig. Wenn ich jetzt nach vorne gehe. Ich darf nicht in einer Reihe stehen. Fokus. Eieiei. Sehr gut. Nicht gut.
was ist denn hier los, Junge? Geht echt gar nicht. So, wir müssen leider nach vorne. Hier wieder ausweichen machen. Shit. Yikes. 7, wir machen ihn wieder als Ziel. Und dann schießen wir ihnen Pfeil ins Gesicht. Unverfehlen. Wow. Ja. Wir gehen wieder zurück. Nicht, dass der hier so eine super Attacke macht. Aber das, die Runde ging echt komplett in die Hose. Dabei hat sie richtig gut angefangen. Sehr schön, er wäre auch noch dran gewesen. Oh, perfekt. Oh, das gibt es nicht. So, sie ist dran. So, jetzt muss ich mal gucken. 85% Genauigkeit, 95. Shit. Verstümmelung. Oh. Fokus. So, jetzt können wir einen Fokus machen. Eieiei, das hat richtig weh getan, die Runde. Ich hoffe mal, die kriegen keine Verletzung. Alles andere wäre noch okay, aber ich glaube, er kriegt hier doch irgendwas ab. Düt. Ja, gebrochenes Bein. Eine schlimme Wunde und eine Blutung, GG. Aber wir kriegen gleich was zum Heilen. Ein Glück. Die schlimme Wunde muss weg. Keine Blutung. Oh, ein Glück. Huh. Jetzt haben wir hier noch sowas. Das bringt nur was für Übelkeit. Viel Fraß, ist egal. Shit, aber dann ist doch ihre Blutung schlimmer, würde ich sagen. Weizen. Tja, was machst du? Könnten sie natürlich... hier hinschicken. Kann eine eitrige Wunde generieren. Blutung. Aber eigentlich ist sie nicht so verletzt. Das wäre eigentlich auch Blödsinn. So, wir machen wieder Seile. Er macht das. Sie ist auch eh ein bisschen müde, obwohl ist ja jeder Tag vorbei. Wir gucken uns das hier nochmal kurz an. Und wir gucken mal, was wir hier finden. Oh mein Gott. Ein lange verstorbener Krieger. Eine bewaffnete Leiche mit einem verzierten Helm sitzt an einem alten Stumpf gelehnt, der einst wahrscheinlich ein hoher Baum war. Der Krieger ist schon lange tot und der Baum scheint mit großer Gewalt gefällt worden zu sein, aber der Stumpf ist geblieben. In der Hand der Leiche hängt ein makelloser Anhänger mit einem eingravierten Symbol, eine Rune, ohne Zweifel. Oh oh. Die wollen wir haben. Helm entfernen. Wir untersuchen erstmal.
Er hier mit seiner Weisheit. Du fühlst dich beobachtet, als du den Anhänger genau betrachtest. Ein schneller Blick sagt dir, dass niemand in der Nähe ist. Und doch, das ist eindeutig eine Rune, und zwar eine mächtige. Du kannst ihre Macht spüren und du weißt, dass mit der Macht nicht zu spaßen ist. Es ist Agils. Agils, das Zeichen des Schutzes und der Höheren selbst. Die Rune der Göttlichkeit, verbunden mit den Reichen der Götter. Sie lehrt Mut im Anblick der Angst. Okay, wir brauchen also jemanden, der mutig ist. Helm entfernen. Ich will den Anhänger haben. Hier ist auch gut. Wir nehmen mal ihn hier. Du greifst nach den Anhängern und kannst nicht anders, als die Hand des Skeletts zu bemerken. Sie schließt sich im selben Moment, in dem du dich ihr näherst. Ziehe an Anhänger. Ach, du Trottel. Du starrst unglaublich auf die knochige Hand, die eine widerspiegelt. Was? Die deine widerspiegelt. Verlierst du den Verstand? Du zögerst, die Toten sollen tot bleiben. Ja, ein paar Depressionen ist nicht so schlimm. Anhänger nehmen, nochmal. Geht doch. Du greifst nach dem Anhänger, ziehst ihn zu dir, aber die Leiche hält ihn fest. Ihre Hand ist fest um die Schnur gelegt, die zu solide zu sein scheint, um zu brechen. Tritt die Leiche, lass den Anhänger los. Ziehe fester. Du ziehst weiter, die Leiche zeigt keine Anzeichen der Schwäche, du aber auch nicht. Du ziehst weiter durch bloße Willenskraft deiner Muskeln. Deine Muskeln schmerzen. Eieiei. Schließlich öffnet das Skelett ohne Vorwarnung seine Hand. Aber als du den Anhänger hochnimmst, um ihn genau zu untersuchen, zerfällt er zwischen deinen Fingern zu Staub. Etwas fühlt sich anders an, als ob die gebieterische Macht, die du vorher gespürt hast, verschwunden sei. Oh nein. Helm entfernen? Bestimmt falsch rum gemacht, ey. Fuck. Du legst deine Finger vorsichtig um die vielen dornigen Teile des Helms herum und versuchst ihn langsam anzuheben. Und eine Erschöpfung. Nochmal. Yikes. Ja, wir haben ja gleich den Tag vorbei. Irgendwann klappt's, jawohl. Nach ein wenig Widerstand löst sich der Helm ganz leicht. Du hättest einen schwindenden Schädel erwartet, aber das tote Gesicht, das dich anschaut, ist gut erhalten. Er gehört dir. Denke über die Sinnlosigkeit des Lebens nach. Oh, fuck. Du legst den Helm fieberhaft zurück an seinen Platz und weichst vor Angst zurück. Das ist ein Anblick, der dich noch lange verfolgen wird. Oh. Mensch, jetzt ist auch mal gut hier. Als sie. Sehr schön. Mut im Angesicht der Angst, das ist genau das, was dich antreibt, wodurch du weitermachen kannst und was dich weiterbringen wird. Mutig. Die furchtbare Vision deines toten Gesichts verblasst und wird bald von einem grinsenden, jedoch harmlosen Schädel ersetzt. Der in der linken Auge befindet sich ein schimmernder Gegenstand. Eine kleine kupferfarbene Kugel. Oh yeah. Eine Sagenaxt. Cool, cool. Ja, das mit der Rune ist ein bisschen schade. So, jetzt haben wir schon. Wie viel haben wir jetzt von den Dingern? Zwei. Waldabbau. Da haben wir jemanden. Er ist doch der Beste, ne? Ja. Perfekt. Das geht alles weg, das ist egal. So. Wir haben davon genug. Dann lassen wir jetzt noch den Tag mal Revue passieren. Also, du hast auch geplündert, richtig? Ja. Wie viel? Zu viel. Vermisst du es nicht? Nein. Ich will einfach nur ein bescheidenes Leben führen, eine Familie, ein gutes Bier am Lagerfeuer.
vielleicht etwas Getreide anbauen. Aha, einfache Bedürfnisse. Aber hier ist alles so kompliziert. Du weißt schon, es ist meine Schuld, dass wir hier mit Solvik und Tormund sind. Ich habe einen der Männer des Jarls geschlagen, zu Tode. Nur weil dieser Arsch meine Frau angeglotzt hat. Oh. Es war natürlich auch Alkohol im Spiel. Und weißt du, was am schlimmsten ist? Sie hätten uns getötet, verstießen uns aber, weil sie Mitleid mit mir hatten, mein Bein. Verdammt, ich wünschte, ich wäre an dem Tag gestorben. Oh, shit. Oh, das ist ja gut. Ich glaube, Essen war jetzt nicht so der Burner. Müssen wir mal gucken. Essen teilen, okay. Nicht verderbbar. So, laufen wir mal echt noch viel. Viele Fraß weg, Übelkeit weg. Oh, sie hat eine eitrige Wunde bekommen und sie hat einen Husten bekommen, warum auch immer. Verdammt. Sonnig, sehr schön. Ist halt die Frage, eitrige Wunde. Die Blutung geht weg, die eitrige Wunde. 6 Tage, ey. Fokus auf Wunden. Ihn doch hier noch mal. Gegenstand prüfen, jawohl. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Kräuterkunde, hier müssten wir mal einen Tag Ruhe machen. Das gibt's ja nicht, ey. Ich glaube, das lohnt sich erst, wenn wir hier so ein paar Verbesserungen reingeknallt haben. Das ist ja. So, er macht den Garten. Ja, plündern ist jetzt nicht so sein Ding, aber was wollen wir machen? Kann ja irgendwie angeln oder irgendwas. Umgang mit Tieren. Eigentlich so schlecht angeln kann er auch nicht, dann schicken wir lieber angeln. Und genug Köder haben wir. Wir brauchen unbedingt Steine, sie kann weiter forschen. Wie gesagt, das mit den Seilen, das wird definitiv nichts. Ah, apropos, Moment, wir können noch. Oh, sorry, hier. Fallen überprüfen. Tier gefangen, nichts passiert. Köder gestohlen. Falle wiederverwendbar, Falle zerstört. Okay. Ah, Mist, uns fehlt ein Fleisch. Fuck. Geht sie doch noch einmal jagen? Ich mach's mal so, dann kann sie danach noch kochen. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Und ich bin noch
unschlüssig, ob wir uns jetzt noch hier zwei neue Leute reinsetzen sollten. Wir haben eigentlich genug Sachen, was die machen können. Und dann könnten sie halt öfter mal jagen gehen und so weiter. Ja, ich denke mal, also nach dem Garten versuche ich dann mal die Hütte nochmal zu verbessern, dass wir hier die anderen zwei Leute noch reinholen können. Und dann einfach mal gucken. Aber ich bräuchte auf jeden Fall nochmal die Wasserversorgung denn besser. Vielleicht hole ich dann. Okay, wir machen ja hier nochmal Weizen. Ich glaube, zweimal Weizen müsste eigentlich reichen, um hier genug immer zu haben, damit wir hier die Schafe ernähren können quasi. Müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge wieder. Und gucken einfach mal. Wir sind jetzt Tag 67. Ich glaube, ich habe irgendwo dunkel mal gelesen, bis Tag 120 geht es eigentlich. Und wir haben noch ganz schön viel zu tun. Also ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir doch noch zwei Leute mehr hier reinholen. Und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zugucken. Falls ihr irgendwie Tipps oder Tricks habt, immer ruhig rein in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über Likes und Abos ganz, ganz freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss.